Ja, Mauern bauen, Stromversorgung in Gang halten und leichte Ausbaumaßnahmen. Das klingt alles soweit noch ziemlich machbar. Und habe ich schon wieder ein Resin bekommen? Okay. Also dafür, dass. Ja. Es macht absolut keinen Sinn. Weil jedes Mal, wenn man das Spiel lädt, kriegt man einen Resin. Und jedes Mal sagt er einem, dass man es auf keinen Fall verlieren sollte, sonst ist das Spiel vorbei. Außer man lädt den Speicherstand. Oder irgendeinen Speicherstand. Aber gut, das wird bestimmt eh bald gefixt. Optics ist erforscht, das ist sehr gut. Wir könnten jetzt schon Solarzellen bauen oder Laser. Laser. Für Lasertürme brauchen wir Batterien. Batterien will ich noch nicht. Und was ist Advanced Electronics? Das macht ganz viel buntes Zeug. Was wir auch noch nicht brauchen. Was brauchen wir denn jetzt? Frisches Wasser. Frisches Wasser wäre schick und es braucht nur 10 Zeiteinheiten. Das ist gemacht. Braucht allerdings 50 grüne Tränke. Die mopse ich mir mal. Du hast fast keine Ärmchen mehr. Gib mir die Ärmchen. Tu die mal alle bis auf ein paar für mich da rein. Das geht sich auf. Du hast kein Draht, du hast kein Kupfer. Hier, mach mal was da draus. Ganz viele grüne Chips. Und die bekommst zur Hälfte du dann für neue Ärmchen bekommen. Ja. Also ist noch ein bisschen viel manuelles Hin- und Hergeschiebe. Könnte ich durch Fließbänder abwägen, aber will ich nicht. Weil ich bin ein Kontrollfreak. Das gebe ich gerne zu. Vor allem was sowas angeht. Und da will ich lieber selber kontrollieren, was wo reinkommt. Und dann nehme ich Leerläufe in Kauf. Also die Maschinen laufen da nicht durchgängig, aber das ist dann halt so. Und die Basis da war nicht neu, ne? Ne, okay. Aber wir strahlen schon zu weit aus. Die Basis wird gleich angepingt. Ich verteile mal die Tränke. Genau. 15. Bei weitem nicht 15. Hier sieht es so lala aus. Hätte ich jetzt anders machen sollen. Egal. 15. Rest da rein, Rest da rein. So, das müsste soweit durchlaufen. Strom war okay. Jetzt im Dunkeln Mauern bauen ist auch nicht so toll. Aber ich kann mal Ressourcen einsammeln gehen. Das soll. Oh. Oder verbrauchen gehen. Mitkommen, mitkommen. Die Pollution-Module sollte ich echt erforschen. Die Dinger reiße ich jetzt ab. Die Electric Engines werden aber nicht hinpassen und ich müsste eh erstmal welche bauen. Bau drei Stück, setz die dann hier in eine Reihe. Die Schmelzöfen dann da und da wahrscheinlich hin. Genau. Oh, schon durch. Okay, erlaubt jetzt Advanced Oil Processing, Sulfur Processing und Liquid Automation Gedöns. Also es kommt mir echt so vor, als wenn er das mit den flüssigen Metallen ein bisschen pushen will. Das heißt, ich sollte auch drauf eingehen. Das heißt, alle Sachen werden hergegossen. Alle Chips, alle Muni, Draht. Bräuchte 4, bräuchte 3, bräuchte 2, bräuchte 1. Was braucht 1? Frames. Wir haben Frames noch nicht erforscht. Wir bauen sie doch die ganze Zeit. Ah, das ist alles sehr komisch. Und schon wieder Advanced Electronics. Steel Furnace. Steht leider nicht bei. Coal Processing? Achso, Tree Farm Mod. Es steht leider nicht dabei, wie viel Smog das Ding produziert. Und das ist sehr komisch, sich Gedanken über Verschmutzung jetzt zu machen, plötzlich mit der neuen Ditec-Version. Aber ja. Dauert 30. Es macht keinen Sinn, jetzt Gunturret Damage zu erforschen, wenn ich eh in ein paar Folgen, okay, eher in 20 Folgen, auf Laser umsteige. Blades and Rotors brauchten wir. Was brauchten wir? Dass das jetzt schon alles so lange dauert. Hier, komm, mach Shotgun Shell Damage, damit wir schon mal einen Turm one-hitten können. Das wäre echt toll, einen Turm zu one-hitten. Turm?
Baum. Einen Baum zu one-hitten. Du hast keinen Strom. Das Muster wäre da und da. Ihr kriegt Kohle. Bitteschön, bitteschön. Zweiter Drill. Da. Das heißt, die arbeiten hier. Die lasse ich einmal noch zu Ende durcharbeiten. Das sollte ja noch ein bisschen Eisen drin sein. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen weniger Smog-Generationen. Was mit dir? 18 Resin. Gib mir dafür 19 Bäume. Dafür müsste ich eigentlich schon fast auch schon eine Maschine bauen, ne? Also jetzt geht's noch mit Resin in Samen umwandeln, aber später könnte das ein Problem werden. Aber da kann sich der Zukunftsgeruch drum kümmern, ist okay. Du bekommst bitte die Bäume. Die dürften jetzt alle nach und nach hier gepflanzt werden. Genau, plopp, 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 gut. Die drei auch noch, die 12 raus. Definitiv eine Maschine später. Die hier arbeiten alle nicht. Achso, weil ich kein Kupfer raushole. Sollten aber eigentlich auch maschinell gemacht werden. Pollution 10. Ich bereite das schon mal vor. Mach das mal da. Pollution 9. Ja, so viel Unterschied ist das auch nicht, aber gut. Muster. Du bist ein Fake. Du bist ein richtiger. Du bist ein Fake. Du bist ein richtiger. Das geht erstaunlich gut. Also am Anfang fand ich das ziemlich konfus und überall Kabel und so weiter, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt, ist es gar nicht so schlecht mit den Platzhaltern. Oh, keine Platzhalter mehr. Wow. Nein, keine Rohre, du bist, genau. Wo sind sie? Achso, noch eine Arbeit. Da, Hennert. Du Platzhalter. Du, richtig. So, der erste arbeitet schon, gut. Geh du mal weg, geh du mal dahin. Und du kriegst Kohle. Weg mit dir. Da einer hin. Wie war der Abstand? Ich glaube, genau eine Gussanlage. Das heißt, da und da wären dann die nächsten. Dafür, dass sie so teuer geworden sind, kann ich mir das erstaunlich leicht leisten, einfach da ein paar von zu bauen. Hätte ich so nicht gedacht. Aber gut, weg, weg, weg. Hört mal kurz auf zu arbeiten, alle. Wobei, die schmelzen kann ich stehen lassen, genau wie die da auch, damit sie erstmal zu Ende arbeiten können. Und ich wollte Mauern bauen. Richtig, da war was. Gib, gib. Gib. Gib, gib. Okay, schön viele Mauern. Ja, 88 Stück. Sind in Arbeit. Türme. Habe ich noch zwei. Bau davon auch mal welche. Und dann noch ein bisschen Muni. So. Mining Drill. Da, Mining Drill. Da. Die natürlich total verhunzt positioniert sind und gar nicht ins Muster passen. Hätte mir auch vorher überlegen können. Aber gut, das ist dann einfach ein bisschen eklig gemacht, aber es funktioniert. So, weg mit dir. Tageslicht ausnutzen und im Wald Mauern bauen. Die brauche ich erstmal nicht. Das fängt schon an. Hier. Ich hätte Stahl gießen sollen, bevor ich losgehe und mir eine Stahlpicke machen. Damit ich wenigstens durch diesen verdammten Wald durchkomme. Wo bin ich überhaupt da? Was haben wir da für ein Feld? Oh, Silbererz. Silber scheint recht häufig vorzukommen. Also kann das ruhig außerhalb der Basis sein. Dann klatschen wir da einfach einen Mining Drill hin und falls der angegriffen wird, wird er alleine angegriffen. Mauern. Mauern, Mauern. So, was hat der Gerogo in der Vergangenheit gesagt? Wir wollten das hochziehen bis auf die Höhe von dem See da ungefähr, hm? Also einmal durch den verdammten Wald. Ja, gut, den ganzen Wald vielleicht nicht. So ein Stückchen rein sollte eigentlich schon reichen.
Weil die werden keinen Bogen laufen. Die werden nicht hier loslaufen, nach oben gehen, dann 90 Grad Haken ziehen, dann runter, dann wieder einen Haken ziehen. Das wäre recht unwahrscheinlich. Na. Genau. Das heißt, hier setzen wir die Mauer jetzt hoch. Jetzt setzen wir ein, zwei Türme noch hier hin. Darnturm, Darnturm. Ich muss dran denken, dass es Spucker gibt. Es werden noch keine großen Spucker sein, aber es gibt sie. Das ist ein bisschen viel. 22, ja, das reicht. So. Und da kommen schon die nächsten Türme. Okay, also die Seite ist einigermaßen abgesichert. Jetzt wollte ich nach da hinten zum Wasser gehen und das einmal gerade durchziehen. Was tierisch viele Mauern brauchen wird und ich komme da niemals richtig hin, aber ich sollte zumindest schon mal den Anfang davon legen. Wobei es vielleicht sinnvoller wäre, erst die Mauer hier hochzuziehen, weil da die Basis werden wir auch schon bald antitschen und da ist die nächste. Oh Gott. Also sie wurden jetzt schon eingebunkert. Es ist also sehr, sehr richtig und wichtig, dass wir uns so viel Platz genommen haben, weil die Aliens werden uns nicht mehr Platz lassen als den, die wir hier haben. Das heißt, ich nutze mal den See hier mit und ziehe hier schon mal hoch. Gib mir also Mauer und ziehe einfach hier nach oben. Oh, Shotgun Shell Damage ist fertig. Okay, dann bitte Shotgun Shell Shooting Speed. So, du weg. Ja, die Basis da unten ist auch nicht mehr weit weg. Die ist sogar näher dran. Also ein Schank oder so, als die da. Die ist so ein Schank und ein Schrägen entfernt. Ich weiß nicht genau, wie das denn da berechnet wird. So, hier ist jetzt erstmal dicht. Wir haben zwei Türme. Okay, mach einen Turm. Dahin ohne Money. Und ein Turm dahin. 16 Schuss ist okay. Hälfte. Gut. Das da hätten wir. Wie viele Mauern haben wir noch? 90. Okay, auf derselben Höhe bitte, damit ich das nicht später wieder abreißen muss. So. Ja, das wird jetzt ein ganzes Stück werden. Geht hoch, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Und hier geht wieder ein Wald los. Na gut, Wälder allgemein hält die Aliens aber auch manchmal auf. Also ich weiß, dass wenn sie durchlaufen, dann ecken sie öfters mal an und brauchen länger, wie ich halt auch. Aber es könnte auch gut sein, dass bei deren Angriffsmustern, dass wenn da so ein Waldbiom im Weg ist, dass sie dem ganz ausweichen. Würde zumindest Sinn machen, weil wenn die KI die Einheiten immer wieder durch den Wald schickt und die Hälfte stecken bleibt, ist das nicht so wirklich sinnvoll. Ja, ich brauche Türme. Ich brauche Muni. Und jetzt muss ich einmal nach dem Rechten sehen. Also Stromversorgung sagt... Irr. Ja, das sagt sie. Einmal Kohle nachfüllen. Also es geht noch. Aber ist nicht so super toll. Was? Warum hast du gerade das zweite Mal nicht gesetzt? So, du warst die ganze Zeit schon voll. Ja, weil der Boiler gearbeitet gar nicht, weil hier keine zweite Steam Engine dran ist. Ich hätte also gerne eine Tertiary Steam Engine. Du arbeitest eh nicht mehr, ne? Weg mit dir. Du drehst jetzt mal in die andere Richtung. So, damit wir hier die Engine ranklatschen können. Gut, dann haben wir schon mal kein Stromproblem. Wir haben allerdings ein Problem mit den roten Science Packs, weil wir jetzt zweimal miteinander Sachen erforscht haben, die nur rote Science Packs brauchen. Flop. Und du brauchst Kupferplatten und Steinzahnräder. Gib mir die. Und hier hast du ganz viel Stein. Mach daraus mal Steinzahnräder. Du. Steinzahnräder, Kupferplatten, ganz viele Science Packs, bitteschön. Du brauchst Ärmchen, die hatten wir in Auftrag gegeben. Da. Und da und da und da und da. Arbeitet also auch. Du brauchst ebenfalls Steinzahnräder und Eisenplatten. Arbeitet, arbeitet, arbeitet.
Langsam, aber ja. Warum arbeitest du nicht? Oh, Eisenzahn wieder. Ja, nicht viele. Gib mir hier. Eisenzahnräder. Wir brauchen mehr. Mehr Eisendinger. Aber ich denke, ich sollte vorher Pollution-Module erforschen, weil das ist zu garstig hier. Das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte die noch abreißen. Weg, weg, weg. Ich wollte mehr Mauern holen. Das war aber nicht, was ich eigentlich wollte. Ah, rote Science Packs, genau. Das wollte ich. Dass die Forschung hier schnell zu Ende geht und ich ein bisschen mehr Piu-Piu machen. 8 Stück. Ja, die muss ich unterstützen. Bau selber ein paar Science Packs.